Herzlich willkommen zurück auf Ravenport Map. Auf dem Pferdenhof. Genau. Los geht's. Ein paar Mods habe ich mit reingemacht. Zum Beispiel, dass diese da unten jetzt ist. Zum Ankuppeln und so. Weil ich bin halt gewohnt, dass es immer da unten ist und nicht da oben. Links. Deswegen habe ich das da runter gemacht. So, Weizen haben wir mit an Anfang getroschen. Gehen wir erstmal hier in ein Lager rein. Und heute holen wir die Pferde ab. Erstmal zwei Stück. Ja, weil wir haben ja im Lager, haben wir sogar noch Hafer. Da müssen wir nur noch den Ladewagen nehmen und das Stroh abholen. Ich sag, vom Feld runterholen. Ja, und wir könnten eigentlich noch so ein Heulager kaufen. Heu- und Strohlager. Da können wir das Stroh lagern. Und Heu. Genau. Schauen wir nochmal, ob wir schon alles angesät haben. Nein. Haben wir nicht. Gedüngt haben wir auch noch nicht. Also erst düngen, dann. Dann können wir die Sachen drauf tun. Also ich habe gedacht, dass wir die 24 und 25 als Grasfeld machen. Und vielleicht noch die 26. Und die 19 als normales Feld. Ja. So war mein Plan. Genau. Dann erstmal den Hänger hier rein. So. Könnte man ja mal den anhängen. Und dann holen wir erstmal die Pferde. Genau. So ist mein Plan. So, jetzt gucken wir mal, wo wir die Pferde abholen können. Wo haben wir denn den Viehhändler? Wollen wir in der Nähe sein? Ne, darauf kommt es nicht heran. Holt man jetzt die Tiere ab. Da oben. Ach, da oben. Also einfach da hochfahren, da runter und dann darüber. Alles klar. Wollen wir mal starten. So, fahren wir mal zum Viehhändler und das war knapp. Eieieiei. Das war knapp. So. Ja, welche Farbe nehmen wir denn da? Ah, jetzt. Genau, jetzt fahren wir hier rein. Und jetzt fahren wir noch hier rein. Da müsste dann der Viehhändler sein. Da vorne ist die Abladestation, glaube ich. Genau. Können wir das hier öffnen? Ne, das ist das. Okay, machen wir mal kurz. Mit R. Öffnen, das ist wieder auf. Hier in der Aufklappen mit X, genau.
Super. Netze. Wollen wir jetzt die Pferde? Welche nehmen wir denn? Schwarzes und weißes. Machen wir erst so ein. Und so einen. Ah, das sind die. Super. Und jetzt hochklappen. Zack. Könnte eigentlich offen bleiben. Weil es regnen tut es ja nicht. Jetzt schön langsam wenden. Jetzt. So, fahren wir mal vom Hof. Vom Hof könnten wir eigentlich auch hier lang fahren. Genau. Einfach geradeaus. Also hier rum und einfach geradeaus fahren. So. Dann können wir die Pferde füttern. Langsamer fahren. Einfach schön geradeaus. So. So, schön die Kurve nehmen. Ja, so. Ich setze mal noch einen Umfeldbau mit dem Pferdeanhänger. Das ist wirklich easy. So, gucken wir mal. Ja, noch alles perfekt. Dann können wir die Pferde hier abliegen. Ja. Da war es auf einmal so glatt. Ich sag's noch, mit dem Unfall bauen noch, ne? Ach, nee. Auf einmal so glatt. Aber mit das Ding ist nicht so gute Idee mit dem Pferdeanhänger. Endlich geht's denen auch gut. Ich denke mal schon. So, hier abladen. Und da sind die Pferde. Super. Könnten wir eigentlich nochmal zwei holen? Dann reicht das erste Mal. Wir müssen ja noch reiten und so. Genau. Wenn man noch ein schwarzes und ein weißes und dann haben wir es erstmal. So, dass auch die Musik nicht so laut ist. Also langsamer fahren hier runterwärts. Ne, was? 4? 460? Wieder unten. Wie viel da reinpasst. Ja, 230 ist ein Pferd, oder wie? So, schauen wir mal. Wäre eigentlich besser, wenn man von die andere Seite kommen würde. So, werden wir noch den Watzen holen und den Schimmel. Oh, schön. Und wie ich es gesagt habe, ihr könnt entscheiden oder mir einen Kommentar schreiben, welchen Namen die Pferde haben sollen. Die werde ich dann auch benennen. Für schwarze Pferd hätte ich sogar einen Namen dafür. Und zwar Ostwind. Oh, Junge, wieso ist die so glatt? Ja.
40 oder so müssen wir fahren nur. Oder 30. So, fahren wir schön langsam jetzt. So, jetzt lassen wir uns rollen. Normalerweise brauchen wir kein Gas zu geben hier. So. Schön langsam machen hier. Ich habe schon gespürt, dass ein bisschen Klatschung ist. So. Genau. Mann. Wie habe ich jetzt drauf gehabt? Weiß ich gar nicht. Machen wir doch lieber mal so wenig. Weil ab bestimmten Geschwindigkeit rutscht der. Also ab 40 geht's noch. Ich denke mal über 40. Oh, schön langsam. Oh, hier ist auch eine schöne Stelle. Oh. Genau. So, und jetzt hier abladen. So, lassen wir so hier stehen. Nächste Folge werden wir das erste Mal reiten. Mit den Pferde. Gelle? Jo, ne? Ja. Also bräuchte man eigentlich 20 Minuten für alle vier Pferde. Aber wir müssen ja die erstmal noch mal füttern. So, machen wir mal. Genau. Ich habe da oben zwar was anderes drauf gemacht, aber das können wir ja regieren. So. Hätte ich noch ein Wüste, Mähwerk und sowas bräuchte man ja irgendwie so. So. Schön aufladen. Mal, wenn 8 Pferde brauchen, glaube ich, 14 Stunden. Ich glaube, so viel Stroh brauchen die gar nicht. Schauen wir mal. Haben wir noch die eine Bahn fertig hier. Dann gehen wir erstmal bei die Pferde rein. So. Super. Und zwar müssen wir da ganz dahin, ne? Vor abzuladen. Das ist zwar ist hier der Trigger. Mal gucken, 9000. Oh! Hab ich schon gesagt. Man braucht nicht viel. Jetzt wird's gespeichert. Nicht wundern. Ja, lädt. Gesagt, speichert. Und jetzt. So, jetzt können wir gucken hier. Und zwar. Ach, die heißen so. Champ. Bildcream. Utopia. Verona. 2800. Brauchen die Stroh. Alles klar. Achso, wir haben noch kein Heu. Aber dafür haben wir ja noch
Hafer. Und ist. Machen wir auch gleich. Warum? Wie viel man braucht? Ich glaube, 14.000 brauchen die. Bei 8 Pferde braucht man 14.000, glaube ich. Da habe ich jedenfalls noch in Erinnerung gehabt. Ich glaube, die Musik ist heim. Oh je. Naja, füttern wir das nächste Mal, dann sage ich mal tschüss, bis zum nächsten Mal. Haut noch rein und noch ein dickes Ass-Fight. Tschüss.